Ja, dann darf ich euch recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel 60 München gegen Dynamo Dresden begrüßen. 15.000 Zuschauer haben wir 1:2 gesehen. Und unser Gast, Marc Anfang, darf ich recht herzlich begrüßen und zur Musik gratulieren. Michael Kölner neben mir natürlich auch und die ersten Worte zu deinem Gast. Ja, guten Abend zusammen. Ich glaube, wir haben heute ein sehr intensives Spiel gesehen mit vielen harten Zweikämpfen. Wir sind leider nicht so gut in die Partie gekommen, die erste Viertelstunde, dann waren wir aber sehr gut in der Partie, leider. Das passiert halt immer, wenn wir nicht so wirklich gut in der Partie sind, dann kriegen wir auch in der Regel immer direkt ein Gegentor. Dann so nach 20 Minuten waren wir meiner Meinung nach richtig im Spiel, haben auch gute Aktionen nach vorne, haben auch Chancen herausgespielt und 60 München war dann immer wieder mit Standardsituationen gefährlich im ganzen Spiel. Und ich finde, dass wir ab da ein richtig cooles Spiel gemacht haben. Es war, wie gesagt, ein sehr intensives, auch teilweise sehr, sehr hartes Spiel. Ich muss schon sagen, ich bin froh, dass Amo da aus der Situation in der ersten Halbzeit gesund rausgekommen ist. Ich habe danach auch mit dem Schiedsrichter gesprochen, wenn er das Bein trifft und das Bein steht, dann glaube ich, ist Amo leider nicht mehr lange auf dem Platz. Also das war schon eine harte Situation, fand ich. Aber insgesamt fand ich die Stimmung im Stadion sehr gut. Ich fand die Bedingungen sehr gut, der Platz war sehr gut. Ich finde, dass meine Jungs alles dafür getan haben, ein richtig gutes Spiel zu machen, haben dann alles das, was wir uns auch vorgenommen haben, gerade in der zweiten Halbzeit nach der Halbzeitpause, alles, was wir uns also angesprochen haben, haben wir alles dementsprechend umgesetzt, haben dann zwei Tore gemacht, wo ich auch sage, das war auch gute Tore, gut herausgespielte Tore, gerade das zweite, wo Hauke dann abkappt und dann nochmal einen Schnittstellenball spielt und den Ball aufs lange Eck reinschießt. Und ich glaube, am Ende muss man sagen, haben jetzt den Sieg dann irgendwo auch erkämpft und verdient, aufgrund dessen, weil wir nach 20 Minuten der ersten Halbzeit dann richtig gut im Spiel waren. Also für uns war es gut, wir freuen uns darüber, kriegen jetzt allerdings schon nichts mehr dafür, müssen jetzt 6,5 Stunden ungefähr mit dem Bus nach Hause fahren. Das ist natürlich angenehm mit 3 Punkten und dann werden wir uns regenerieren und auf das kommende Spiel vorbereiten. 60 München, alles Gute. Ich glaube, hier in diesem Stadion, ich war noch nie hier in dem Stadion, es ist echt toll, es ist eine tolle Atmosphäre, tolle Fans. Das macht richtig Spaß, hier Fußball zu spielen. Wünsche ich natürlich auch alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Michael, dann dürfte ich dich um deine Eindrücke bitten. Ja, Gratulation an Dynamo. Wir haben heute, glaube ich, von Gegner getroffen, der vor allem in der zweiten Halbzeit extrem effektiv gnadenlos zugeschlagen hat. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Anfangsphase gehabt, 1:0 geführt, verpassen bis 2:0. Haben dann, glaube ich, im ganzen Spiel eigentlich viele Umschaltmomente gehabt, viele Standardsituationen und ja, wenn du da kein Tor machst und am Ende bei zwei Situationen in der zweiten Halbzeit dann dir gut verteidigst, zu der ersten, und dann ja, entweder warten drauf, dass der Ball jetzt ausgeht, weil sie wieder verletzt ist, oder dann wird das Ding auf jeden Fall nicht zu Ende sauber verteidigen und genauso beim zweiten Tor dann am Ende dann ja, in der Kette umsortiert worden. Und von dem her war es natürlich bitter, weil ich gesagt, wir haben so viele Möglichkeiten bei 1:1 in Umschaltsituationen gehabt, so haben wir halt hier gut gespielt, so haben wir halt liegen gelassen. Und wenn du gegen so eine Mannschaft, wenn die auf dem Niveau was liegen lässt, dann bestraft dieser Gegner. Das hat uns heute, das hat Dynamo heute gemacht und von dem her ist es natürlich für uns bitter, dass wir heute ja, nach so einer Anfangsphase die Spieler weggegeben haben. Ja, es geht weiter nächste Woche gegen Oldenburg. Dynamo, gute Einfahrt, alles Gute für die Saison. Vielen Dank.